Der Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem und wir sehen ihn normalerweise nur am Horizont in der Morgen- oder in der Abenddämmerung. Ganz selten allerdings am Tag hoch oben am Himmel vor der Sonne. Was hat es damit auf sich? Willkommen im Astro-Kanal von astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. Dieses Video richtet sich an Hobby- und Amateurastronomen, die gerne den Merkur-Transit am 11. November 2019 beobachten wollen. Wir wollen klären, was ein Merkur-Transit ist und wie wir ihn mit Teleskopen oder auch mit Ferngläsern beobachten. Diese Beobachtung wird auf jeden Fall interessant. Kurz gesagt, unter einem Merkurtransit versteht man, wenn der kleine Planet Merkur über die Sonne wandert. Es ist eine Sonnenfinsternis im Mini-Format und funktioniert auch sehr ähnlich. Aber es werden dabei nur 0,004% der Sonne bedeckt und damit wird es bei uns nicht dunkler. Weil das Ereignis zwar unspektakulär von der Himmelsmechanik her aber interessant und das Ereignis auch so selten ist, freuen sich Hobbyastronomen wie wir darauf. Der Merkur ist wie erwähnt der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. In nur 88 Tagen rast er mit unglaublichen 48 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Unsere Erde dagegen ist ein gemütlicher Tuckerkasten im Weltall. Sie umkreist die Sonne in 365 Tagen. Es stehen also 3 Monate gegen 1 Jahr Umlaufzeit. Der Merkur ist so sonnennah und flink, dass wir ihn normalerweise in nur sehr kurzen Zeitfenstern in der Dämmerung am Abend oder am Morgenhimmel sehen. Anders ist es bei einem Merkurtransit. Bei seiner Sonnenumrundung holt er alle 116 Tage die Erde ein und erreicht dann seine untere Konjunktion. So steht er in einer Linie mit der Erde und der Sonne und zieht an uns vorbei wie ein Auto auf einer Überholspur. Merkur steht zu dem Zeitpunkt mit der Sonne am Taghimmel und wir sehen ihn normalerweise nicht, weil er überstrahlt wird. Doch manchmal, aber nur ganz selten, zieht er als kleine dunkle Kugel vor der Sonnenscheibe her und wir können ihn tatsächlich am Tag beobachten. Warum passiert das nicht bei jeder unteren Konjunktion, also bei jedem Überholen der Erde auf der inneren Bahn? Der Grund ist simpel. Die Bahnebene des Merkur ist um 7 Grad gegen die Erdbahnebene oder die Ekliptik geneigt. Fast immer zieht Merkur oberhalb oder unterhalb der Sonne vorbei. Durchschnittlich nur 14 Mal pro Jahrhundert oder ungefähr alle 3,5 bis 13 Jahre sehen wir so einen Merkurtransit. Und zwar nur dann, wenn sich der kleine Planet nahe der Schnittpunkte beider Bahnen befindet während der unteren Konjunktion. Das ist nur im Mai oder im November möglich wegen der ekliptikalen Lage der Schnittpunkte im Raum und deswegen finden Merkurtransite nie zu anderen Zeitpunkten statt. Wenn er sich exakt am Knotenpunkt befindet, zieht Merkur durch die Mitte der Sonnenscheibe, ansonsten etwas nach oben oder nach unten versetzt. Den alten Astronomen war das Phänomen des Transits bekannt und sie versuchten ihn zu beobachten. Doch sie hatten ein großes Problem. Der Merkur ist so klein, dass er nicht mit dem bloßen Auge sichtbar ist. Immer wieder wurde so ein Transit mit großen Sonnenflecken verwechselt. Doch erst mit der Erfindung des Fernrohrs konnte man ihn erfolgreich beobachten. Im November 1631 gelang dies das erste Mal mit einem Teleskop. Man hatte sich jetzt zur Aufgabe gemacht, den Durchmesser von Merkur zu bestimmen, einen Mond zu finden oder auch eine Atmosphäre nachzuweisen. Eine wichtige Warnung vorweg: Beobachten Sie niemals ohne einen Sonnenfilter die Sonne.
Um einen Merkurtransit zu beobachten, brauchen Sie aber auf jeden Fall ein optisches Instrument. Der Merkur ist einfach viel zu klein, um ihn mit dem bloßen Auge zu erkennen. Allerdings genügt schon ein Fernglas mit etwa 15-facher Vergrößerung. So ist zum Beispiel dieses Nightstar 15x70 Fernglas geeignet oder dieses 20x80 Fernglas. Setzen Sie das Fernglas aber auf ein Stativ, sonst werden irgendwann die Arme zu schwer. Gut geht es natürlich auch mit einem Teleskop. Jede mögliche Vergrößerung reicht für die Beobachtung hier aus. Im Mai 2016 beobachteten wir mit diesem Setup, also mit einem Refraktor auf einer Heiko 5 Montierung mit Sonnenfilter und Astrokamera. Damals richteten wir einen Livestream für den Merkurtransit ein. Wenn Sie einen Refraktor verwenden, eignet sich auch ein Herschelkeil mit einem ND3-Filter. Damit ist eine besonders kontrastreiche Beobachtung der Sonne möglich. In Spiegelteleskopen können Sie den aber leider nicht verwenden. Generell eignen sich Objektivsonnenfilter in der Form von Sonnenspezialfolie oder aus Glas. Hier gibt es die Bada-Folie zum Selbstbasteln oder einen der günstigen Omegon-Filter mit Kunststofffassung. Gut geeignet für viele verschiedene Durchmesser sind auch die Bada Astro Solar ASTF-Filter. Beobachten können Sie natürlich auch mit einem H-Alpha-Sonnenteleskop. Dann sehen Sie die Sonne zwar in der tiefroten H-Alpha-Linie, der Merkur ist aber trotzdem sichtbar. Fotografieren können Sie den Merkurtransit mit einem Smartphone und diesem Smartphone-Adapter oder zum Beispiel mit einer Astrokamera und einem Notebook. Wenn Sie ein großer Astro-Fan sind, dann ist bestimmt auch dieses T-Shirt etwas für Sie. Passend zum Ereignis zeigt es vorne eine Grafik des Transits und hinten auch viele weitere Details. Ich habe mir jedenfalls schon eins gesichert. In Europa können wir den Merkurtransit nicht komplett verfolgen. An vielen Orten geht die Sonne schon vor dem Ende des Transits unter. Auf dem amerikanischen Kontinent an der Ostküste, wie in New York, ist der komplette Transit zu sehen. Aber bei uns heißt das, suchen Sie sich einen Beobachtungsort mit einem guten Blick zum Horizont. Das ist zum Ende des Transits wichtig. Zu Beginn steht die Sonne aber noch in gut erreichbarer Höhe von etwa 20 Grad über dem Horizont. Starten Sie also gut ausgerüstet mit einem Sonnenfilter Ihre Beobachtung um die Mittagszeit. Bei einem Merkurtransit kennt man 4 Kontakte, die mit dem 1., 2., 3. und 4. Kontakt bezeichnet werden. Damit sind die Eintritts- und Austrittszeiten und der Beginn und das Ende der Finsternis gemeint. Wir geben diese Zeiten für 50 Grad nördliche Breite hier an. Für andere Standorte unterscheiden sich die Zeiten aber nur um wenige Sekunden. Wir schauen uns diese Zeiten jetzt etwas genauer an. Der erste Kontakt findet um 13.35 Uhr statt. Der Merkur hat sich bis auf den Sonnenrand genähert. Wir sehen ihn jetzt noch nicht, aber gleich taucht er vor der Sonne auf. Wir sehen jetzt einen kleinen Teil des Merkurscheibchens. Um 13.37 Uhr erreicht er seinen zweiten Kontakt. Es bedeutet, dass der Planet vollständig in die Sonnenscheibe eingedrungen ist. Vielleicht sehen Sie in diesem Moment ja etwas ganz Besonderes, das Tropfenphänomen. Scheinbar verschmilzt der Merkur zu einer Seite mit der Sonnenscheibe. Ein Gebilde wie ein Tropfen oder wie eine längliche Verzerrung bildet sich zwischen dem Planetenrand und dem Sonnenrand und löst sich erst nach einiger Zeit und zeigt dann wieder das runde Planetenscheibchen. Obwohl man ursprünglich glaubte, es sei ein Beweis für eine Atmosphäre von Merkur, stellte sich heraus, dass es nur ein optischer Effekt ist, der dem begrenzten Auflösungsvermögen von Teleskopen zugrunde liegt. Um 16.19 Uhr hat der Merkur die Mitte seines Durchgangs erreicht. Hier ist es wichtig, eine gute Sicht nach unten zu haben, denn die Sonne schwebt nur noch etwas mehr als 2,5 Grad über dem Horizont.
Bäume und Häuser sollten Ihren Blick jetzt also nicht stören. Der Merkur bewegt sich jetzt noch ein Stück weiter, aber leider werden wir kaum noch Chancen haben, den Transit weiter zu verfolgen. Denn gegen 16.40 Uhr ist die Sonne von uns aus gesehen schon unter dem Horizont. Um 19.02 Uhr ereignet sich der dritte Kontakt und wenig später um 19.04 Uhr der vierte Kontakt. Hier hat der Merkur die Sonne schon wieder verlassen. Man kann es nicht oft genug sagen. Beobachten Sie auf keinen Fall ohne einen Spezialsonnenfilter. Geruste Scheiben oder sonstiges bieten keinen ausreichenden Schutz. Den gibt es nur im Fachhandel. Ihr Augenlicht ist wichtiger als alles andere. Ja, wann kommt der nächste Transit? Wir müssen 13 Jahre darauf warten. Am 13. November 2032 ist es dann soweit. An diesem Tag können wir wieder einen kompletten Merkur-Transit genießen. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Beobachtung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.